Nachdem Mitglieder der Politpunk-Gruppe Pussy Riot durch das Endspiel der Fußball-WM flitzten, wurde am Montag ein Video mit ihren Absichten veröffentlicht. Lieber Freund, wie du vielleicht weißt, gibt es keinen Rechtsstaat und die Polizei kann ohne Grund in dein Leben eindringen. Olga Paktusova, Olga Kudacheva und Nika Nikushina sagen in diesem Video, während der WM habe sich die Polizei vielleicht von der besten Seite gezeigt, doch nun sei die Meisterschaft zu Ende. Es müsse verhindert werden, dass die Polizei Verbrechen bestimmter Personen erfindet und diese dann unschuldig festnimmt. Sie fordern politische Vielfalt und die Möglichkeit, am politischen Leben teilzunehmen und sich bei Wahlen als Kandidat aufstellen zu lassen. Dies sind ganz einfache Dinge, aber du musst selber entscheiden, was du dafür tun kannst, um Russland schöner zu machen. Mit der Stimme dieser Katze forderten sie zudem die Freilassung politischer Gefangener und einen Stopp von illegalen Festnahmen und Razzien. Drei der Gründungsmitglieder von Pussy Riot kamen 2012 in Haft, nachdem sie einen Putin-kritischen Protest in einer Kirche abgehalten hatten. Seither ist die Gruppe zu einem Symbol direkter Aktionen gegen die russische Regierung geworden.